Kacke. What could it have been? Meine Kameraden? No, it's the cavalry. Is your feet in one boot or what? Na, vorhin war da noch keiner oben. Oder wart auf Red. Der Pete, der Larry, der Sam. Der Barry. Und wie heißt du, mein Freund? He's got five little friends. Genau. Immer schön auf Michi. So, muss ich mal gucken, was habe ich denn? Ja, nichts Besonderes. In der aufblasbaren Fred da nütze ich bestimmt nicht. Ich weiß, der heißt nicht Fred. Der Brite war es, glaube ich, ja. Patrick Steve. Okay, aber hab nicht also. Hab nie. Bäh. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Immer mit der Ruhe. Splitter-Bombe. Oh. Nein, so will ich definitiv nicht handeln. Oh, einmal bitte über den Platz, damit ich schon mal ein bisschen aufgeräumt habe. Macht ja nicht gerade viel Schaden. Ach, der James ist es. Ich weiß, die ganzen Vornamen habe ich jetzt nicht erwähnt. Ich habe immer nur die Nachnamen erwähnt. Was machst du da? Dein Ernst? Mach ruhig das Fort kaputt. Das ist nicht so. Das ist nicht so wichtig. Ist ja nicht so, dass es Geld gekostet hat oder so damals, ne? Ey, gut, ich habe ja sowieso schon Deft gesprengt. So. Freunde dich mit meinem Schaf an. Moment, Moment, Moment. So. Schade, dass du noch nicht ins Grundwasser gefallen bist. 62. Macht das wirklich beim direkten Kontakt 75 Schaden? Ist ja cool. Achso, weil ich auch noch erwähnen wollte nebenbei, während er daneben schießt. Ich habe zwar mal im Part 3, 4 oder so irgendwas in der Art in der Nähe mal erwähnt, von wegen ich werde doch unnütze Wege rausschneiden. Doch, ich habe es mir doch ein bisschen anders überlegt, weil ich müsste mir den doch genau die Parts anschauen und alles. Das ist denn doch nicht so. Ich hatte zwar die Methode versucht, in der Zeit zu schweigen, aber ich schweige. Bei unnützen Wegen schweige ich immer selten, deswegen ist es immer schwer herauszufinden, deswegen leicht das einfach alles drinne, aber die Ladescreens schneide ich raus und eine unnötige Sache, die mir sofort ins Auge springt, natürlich auch. Fuck. Das war Markus. Gut getroffen. Aber jetzt komme ich mit der Patrick-Armee. Ja, da lacht Markus im Hintergrund. Das könnte richtig ich sein. So, Moment. Ich stehe eigentlich voll im Blick, im vollen Dings. Kann ich reingehen? Anscheinend schon. So, bitte mach noch dem Sam Schaden. Bitte. Natürlich nicht. Bist du bereit? Natürlich ist er bereit. Ganz böse Idee. Gute Idee. You're all about the jive talk, man. So. Jetzt bin ich Markus und was nutze ich? Irgendwie die Sache, die natürlich am unendlichsten ist. Gleich wie drei Sachen, die unendlich sind. Ist natürlich, der Spruch ist jetzt natürlich geklaut, aber ich werde ihn trotzdem erwähnen. Das menschliche Dummheit. Das Universum.
Und die 30 Tage Testversion von Windra. Ich mag den Spruch irgendwo. Ich habe natürlich jetzt nicht so profihaft aufgezählt wie andere. Aber wenn ich Komiker hätte werden wollen, würde ich bestimmt jetzt gerade nicht solche Videos machen, oder? So, rein theoretisch. So. Der Beat. Was mit da? Nee. Ich wollte nicht zusammen mit Patrick da stehen. Kannst du mal runterkommen? Dann kann ich nicht mal so ein Schaf hinsenden. Noch ein Stück? Komm schon, noch ein Stück. Kleines Stück. Was machst du da jetzt? Danke. Das war jetzt nicht schlecht. Wenn es mich natürlich auch nicht erfreut. Und ich möchte auch bei dieser Mission keinen Wurm in den Stich lassen und verlieren. So. Moment. Mach's gut, mein Schaf. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Gut. Und da könnte ich den, wenn ich gut bin, Dings hinschicken. Bazooka. Der könnte es jetzt auf mich abgesehen haben. Nee, hat er nicht. Dass der auch weiß, in was für einen Winkel der schießen muss, ne? Jo, und böser. Schrotflinte. 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 Naja. Gut. Man will ja nicht meckern, habe ich gehört, ne? Habe ich mir so sagen lassen. Jetzt habe ich nicht beide getroffen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Doch, Peter habe ich auch anscheinend auch getroffen, ne? I'll get you. Nee, habe ich nicht. Oder? Nee. Schade. Da hätte er jetzt nämlich keinen Zug gehabt. Böse. Und hier ist irgendwo noch eine Kiste. Solange du mich hier nicht getötet hast, alles happy. So. Da ich ihn da vom Dach haben will. Moment. Ich hoffe doch, perfekt. Das Dach war nicht so wichtig. Das war sowieso ein bisschen schäbig und der Der hat eine Bombe abbekommen. Warum kriegt er nur 17 Schaden? Auf. Aber den habe ich jetzt irgendwie komplett irgendwie ausgeblendet. Hat er überhaupt schon einen Einzug gehabt? Ach, solange er überhaupt keinen Schaden gemacht hat, ist es sogar noch besser. Na fast. Ich dachte, wir wissen, er macht nur Abflug nach unten. Aber man kann nicht alles haben. Naja, ein Teil hat er Abflug gemacht. Hat der jetzt ganz runtergefallen, wäre er gestorben? Nee, bestimmt nicht. Aber der hat so bestimmt jetzt auf mich abgesehen, oder? Nee? Es hat irgendwie niemand auf mich abgesehen, ne? Alle friedlich, alle freundlich, lassen sie sogar alle töten. Selbst er fand das Dach scheiße, ja? Naja, immerhin. Einsicht ist der Lern sprechen, Markus. Lern sprechen. Okay. Wurmwechsel hat auch. Habe ich Wurmwechsel überhaupt? Nee. Ja, du mich auch. Das könnte ich jetzt als unnützen Weg nehmen. Mach ich aber nicht. Ich Vollidiot. Und das gleiche, wie ich mich nicht in Dings auf beschäftigt geschalten habe. In Skype. Ich Vollidiot. Also wirklich, dass ich vielleicht auch noch spontan gleich anrufen werde. Und mir wahrscheinlich auch noch alles abkacken würde. Ach, das wäre das Beschissenste, was es gibt. Eins würde definitiv verstehen. Die Schluchtmission wollte ich nicht nochmal machen. Doch. Also mit der Variante, die ich gefunden habe, natürlich.
they're all about the jive talk, man. Ah, warte, der backt ja jetzt da drinnen, ne? Oh, YouTube. Der Barry. Der Barry ist weg. Boobies, Gang. So. Bang. Ah, Mann, 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 Mann. Na los, Pete. Nee, du bist nicht Pete, ne? Oh, Pete ist der andere. Hast du gerade Steve angegriffen? Hast du gerade Steve angegriffen? Nein, das hast du nicht, oder? Hast du? Hast du gerade zugegeben? Oh, du bist so. Richtiger Gangster. So, jetzt versuche ich intelligent zu handeln. Ich und Intelligenz? Ne, passt nicht. Oh man, reicht mir das jetzt auch. Ich und intelligent. Na gut, Pete. Jetzt bleib nur du, Steve. Ne, warte. Du gegen Steve, Michi, Patrick und Markus. Also versuch mal dagegen anzukommen. Mach einfach gleich Selbstmord. Ja, nach unten ziehen. Er versucht es immerhin. Auch wenn er nur die Umwelt damit schadet. Beziehungsweise zerstört. Oh nee, ich will doch nicht, dass Michi jetzt den finalen Schuss sammelt. Ja, naja, gut. Ich gönn's ihm mal nicht. Ich laufe jetzt erstmal hier rum, sammle mir noch kurz die Kiste ein. Hoffe, dass was Schönes drin ist. Naja, Granaten. Wenn ich auch so viel mit Granaten mache, ne? Ne, den. Wow, 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 wow. Was macht denn der da jetzt? LOL. 59 Schaden. Ist ja denn doch nicht so schlecht, der Brite. Ich dachte, das ist eigentlich nur so ein Explosionsfeind wie die Oma. Now grab the gold and let's get out of here. You just hold your horses. That's my goddamn gold. Eek! It's Boggy the Kid! Quickly, get into the time machine! Darn it, they're getting away. Come back here, you thieving varmints! Wait till I get my hands on you! Whoa! Work. We have enough fuel to make sure we can get home. We still do not have any navigation, however. Ah, yes. If only I could find a new space-time navigation balance device. Sorry. Unfortunately, it has to be made of a pure diamond. Maybe we should land and think of something to do. Okay, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns das nächste Mal bei türkische Spezialitäten. Klingt nach irgendwelche Süßigkeiten oder einfach nur nach irgendeinem Teppich. Bis zum nächsten Mal, tschüss.